vom 27. bis 29.05. fand dieses Jahr wieder die Maker Faire in Hannover statt. Wie auch in den Jahren zuvor waren wieder unzählige Maker und Produzenten ins Kongresszentrum nach Hannover gekommen, um ihre Ideen, Produkte und Vereine vorzustellen. Für Kinder und Jugendliche wurde wieder ein tolles Programm geboten. Vieles konnte ausprobiert und direkt vor Ort versucht werden. Auch die älteren Semester konnten sich wunderbar ausleben und viel ausprobieren. Die Veranstaltung selber fand in zwei Hallen und auf dem Außengelände des Kongresszentrums statt. Nach Angaben der Veranstalter strömten von Freitag bis Sonntag 16.350 Zuschauer ins Kongresszentrum. Das ist über ein Drittel mehr als im Vorjahr, wo bereits über 10.000 Besucher gekommen sind. Einen klaren Fokus gab es dieses Jahr auf der Maker Faire allerdings nicht. Virtual Reality oder 3D-Drucker waren überall präsent und setzten keinen Fokus wie in den Jahren zuvor. Sehr stark wurde allerdings Arduinos genutzt und gezeigt. Auf dem Außengelände luden Installation und künstlerische Aufführungen zum Verweilen und zum Genießen ein. Hier konnte man sich verschiedene Aufführungen anschauen, genießen, zurücklehnen und die Künstler anschauen. Die Vorstellungen an sich waren immer, wie man sieht, sehr gut besucht. Es war richtig voll und jeder hatte was zu staunen. In einer kleinen und etwas abgedunkelten Nebenhalle luden zusätzliche Installationen zum Genießen und Verweilen ein. Hier konnte man einfach kurz entspannen und beobachten. An Erfindungen direkt gab es auch einiges zu betrachten, zum Beispiel einen Schokoladendrucker oder auch einen Cocktailmaker. Natürlich konnte man auch Tesla-Spulen, Modellbau oder Steampunk bewundern und teilweise auch direkt ausprobieren. Man kann sagen, dass sich die Maker-Bewegung immer mehr in Deutschland etabliert und ich bin gespannt auf die Maker Faire 2017, die vom 25. bis 27. August wieder in Hannover stattfinden wird.